Heute ist für die Kita St. Barbara ein wunderbarer Tag. Die Kita St. Barbara feiert heute ihr Patronatsfest und vor genau 2 Jahren, am 4. Dezember 2018, wurde hier der Spatenstich für die neue Kita vorgenommen. Wir sind jetzt eine 5-gruppige Einrichtung, das heißt, wir haben 2 Krippengruppen für den U3-Bereich und 3 Regelgruppen für den Ü3-Bereich, wo also die Kinder von 3 bis 6 betreut und begleitet werden. Und wir haben jetzt ausreichend gute Räumlichkeiten, um eine pädagogisch wertvolle Arbeit auch hier zu leisten für unsere Kinder. Seit vielen Jahren, seitdem es auch den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz gibt, hat die Gemeinde Holdorf es sich auf die Fahnen geschrieben, dass wir kein Kind abweisen. Jetzt haben wir erfreulicherweise in den letzten 5, 6 Jahren einen gewaltigen Anstieg der Geburten gehabt im Vergleich zu den Jahren davor. Das heißt, es bedeutete schon einen enormen Kraftakt und eine enorme Anstrengung für die Gemeinde Holdorf, auch ihr Versprechen und den gesetzlichen Anspruch auch mit Leben erfüllen zu können. Und das bedeutet, wir müssten bauen. Wir haben nicht nur die Kita St. Barbara erweitert und neu gebaut, sondern haben insbesondere auch noch 2 weitere Kindertagesstätten in den letzten beiden Jahren gebaut, die Kita von Bohrer und die Kita Martin Luther. Mit zusammen 8, 9 Gruppen nehmen wir die hier dazu. Dann sind wir bei 10, 9 Gruppen, die wir gebaut haben. Und wir sind auch noch am Bauen bei der Kita St. Elisabeth. Und das ist einfach schön zu sehen, wenn wir eine so lebendige Gemeinde sind. Und ich habe es an anderer Stelle schon mal so gesagt, eine Gemeinde ist dann auch attraktiv nach außen, wenn sie für ihre Bürgerinnen und Bürger attraktiv ist. Und ein deutliches Zeichen für eine Attraktivität und für ein Wohlfühlen sind natürlich dann auch steigende Kinderzahlen. Wenn wir die Einrichtungskosten hier nehmen, dann sind wir gestartet bei 2,6 Millionen. Wir werden etwas höher kommen. Der Hauptfinanzier einer Kindertagesstätteneinrichtung, sowohl im Betrieb als auch im Bau, ist natürlich die politische Gemeinde. Das ist auch unsere gesetzliche Aufgabe. Wir haben jetzt hier auch noch mal das große Glück, dass wir sowohl eine Finanzierungsbeihilfe sowohl des Landes Niedersachsen als auch des Landkreises Vechta erhalten haben. Für mich persönlich ist das ja ein Highlight. Wir haben seit 1957 eine Einrichtung hier in Handorf-Langenberg. Ich persönlich arbeite seit 35 Jahren hier und habe sehr viel an Entwicklung und Veränderung mitbekommen und kann jetzt sagen, hier ist eine Einrichtung entstanden, die den derzeitigen Anforderungen einer guten Kindergartenarbeit voll und ganz gerecht wird.